2 Videos hochgeladen. Innerhalb von 5 Tagen. UX Charlie. Bitte jetzt schon mal, egal wie das Video jetzt gerade wird, einfach eine Bewertung. Ein Freund von mir ist das letztens bei der Party eingefallen. Ich weiß nicht, wie besoffen er war. Also Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von... Charlie. Ich habe mich innerlich aufgegeben. Es sieht scheiße aus. Also Leute, schreibt schon mal in die Kommentare, ist das das neue Movement oder ist das eher peinlich? Egal. Ich bin diese Woche von Mittwoch bis Freitag auf der Gamescom in Köln unterwegs und zwar in einem ähnlichen UX-Nerd-Gaming-Jersey wie diesem hier. Nur neuer. Also wenn einer von euch Zuschauer mich auf der Messe sieht, dann schreit bitte alle umstehenden Personen zu Tode. Ich habe keine Zuschauer oder Social-Media-Following. Ich habe Fans. Hardcore-24-7-Supporter. Die ausrasten, wenn sie mich sehen. Meine Fans vergöttern mich. Ich bin ihr Star. 12 zu 36 in Team Deathmatch. Und sie drücken trotzdem auf Gefällt mir. Also wenn ihr mich seht, rastet bitte wie komplette Fanboys aus. Ich unterschreibe aber nur auf männlichen Brüsten. Sorry, Stylers. Jetzt im Ernst, Leute, ich hoffe, ihr wollt keine Unterschriften oder so, weil ihr wisst, ich habe einen Vornamen mit 3 Buchstaben. Und 2 davon kann man nicht lesen. Passt auf, ich schreibe jetzt Max auf dieses Blatt Papier. M-A-X. Ihr wisst es, meine Religionslehrerin hat damals Mod gelesen. M-O-T. 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 Ja, müsste ich da jetzt auch noch Charlie schreiben? Also, ihr wollt keine Albträume, Freunde. Nein, aber wirklich, wenn ihr mich seht, dann kommt auf mich zu, erzählt mir von euren Geschichten, von euren Problemen, euren Erfahrungen, euren Gefühlen, von auf wen ihr steht. Nur Anfangsbuchstaben. Nur den Anfangsbuchstaben, mehr brauche ich nicht. Aber dieses Jahr auf der Messe ist ein ganz besonderes Jahr. Ich bin im Namen des Friedens und der Liebe auf der Messe. Auf der nerdigen Game-Messe. Also, bei dem Mekka für deutsche Gamer. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Manche vielleicht von euch wissen, also es ist jetzt nicht unbedingt so bekannt, aber man kann es schon erahnen. Wie manche Zuschauer wissen oder vielleicht auch manche Twitter-Follower von mir, bin ich mit gewissen YouTube-Persönlichkeiten im Zwiespalt. Also es ist wirklich nicht so ein großes Ding. Es war vielleicht ein, zweimal im Raum hier auf dem Kanal. Aber es stimmt, es gibt gewisse Unstimmigkeiten zwischen meiner YouTube-Präsenz und anderen YouTube-Persönlichkeiten. Wie ihr wisst, bin ich auf Twitter nicht unbedingt derjenige, der komplexe Argumentationsstränge aufweist, wie zum Beispiel: Hey du Hurensohn 187! Doch es gibt trotzdem eine gewisse Anzahl von YouTube-Präsenzen, die haben mich unter anderem auf ihrem Twitter-Profil blockiert. Es schockt euch jetzt vielleicht, aber es ist so. Und ihr wisst, ich bin niemand, der irgendwie sagt, oh, das ist ja total scheiße und dann irgendwie keine Begründung dafür gibt. Aber man kann durchaus sagen, dass manche der Personen, die mich auf Twitter blockiert haben, auch geistig etwas einfacher gestrickt sind. Ich hoffe, davon fühlt sich jetzt niemand beleidigt. Bitte blockiert mich nicht nochmal. Aber auch diese Leute und alle anderen, die mich blockiert haben, werde ich auf der Gamescom 2017 versuchen, in meine UX-Jersey des Friedens einzuwickeln. So richtig fest einwickeln. Mit Frieden. Ja. Ich habe sogar ein kleines Kamerasetup fertig, um das Ganze für euch festzuhalten. Kommt halt auch immer darauf an, ob diejenigen auch mit mir irgendwie Frieden schließen wollen. Also, ja. Ich kann nur so viel sagen, Whiskerwas haben 2300 Leute angetweetet, nachdem ich ein Video bei ihnen gemacht habe. Also insofern ist der überhaupt noch auf der Gamescom. Also, ich hoffe. Ich werde von meiner Mission allerdings auch immer Updates posten. Zum Beispiel auf Snapchat. Z. Charlesen. Oder auch auf Instagram. Charlie Waffles. Und das mache ich einfach so lange, bis mich irgendjemand verprügelt. Ich hoffe auch, dass es dieses Jahr wieder irgendwie so ein Gamescom-Beef oder so. Nein, halt, stopp. Es gibt dieses Jahr vor, während und nach der Gamescom von den COD-YouTubern kein Beef untereinander. Ich versuche dafür zu sorgen. Ich werde versuchen, Master zu fragen, ob ich ein Randy bin und ob er vielleicht dafür auch Argumente hat. Und dann, zack, bumm, Weltfrieden. Daumen hoch. Ich frage mich gerade echt, ob Master überhaupt auf der Gamescom ist. Also ich weiß es nicht. Aber es gibt ja noch andere Leute. Ich werde auf jeden Fall wieder Solution treffen. Also keine Sorge, der hat mich nicht blockiert oder so. Aber XS Solution ist der einzige YouTuber, von dem ich ein Fanboy bin und den ich sehen möchte. Ich würde ein Kind mit ihm zeugen, wäre das biologisch möglich. Ich möchte aber erstmal ein Bier mit ihm trinken. Ich hoffe mal, das klappt zumindest. Er folgt mir noch nicht mal auf Twitter oder so. X der Alkoholiker. Ich meine, auf der Gamescom 2015 habe ich gegen Haptic gespielt und wusste damals noch nicht mal richtig, wer das überhaupt ist. Und 2 Jahre später folgt er mir auf Twitter und möchte mich treffen. Also er hat mich auch blockiert, aber jetzt folgt er mir wieder. Also es ist so ein bisschen on-off bei uns. Also schreibt mir mal in die Kommentare mit dem Hashtag ja. Wenn ihr denkt, dass ich mit ihnen Frieden schließen kann. Und Hashtag nein. Wenn ihr denkt, dass sie mich einfach ohne Grund einfach nicht mögen. So. Ich bin gespannt. Wirklich. Und wenn ihr da draußen dieses Video nicht bewertet habt und mir noch nicht auf Instagram folgt, Charlie Waffles, dann muss ich dir sagen: Ich bin nicht scheiße. Ich glaub, du weißt es noch nicht. Hör dieses Lied, damit du weißt, wie scheiße du bist. So richtig scheiße. Es tut mir leid, ich beleidige dich.